Norton ist ein sehr beliebtes Antivirus-Tool. Tatsächlich beherrscht der Eigentümer, die Symantec Corporation, den Markt im Jahr 2023 vollständig mit einem Anteil von 77% in der Windows-Anti-Malware-Branche. Das ist mehr als jeder andere Anbieter weltweit. Aber liegt das daran, dass es tatsächlich das Beste ist, oder sind sie einfach nur richtig gut im Marketing? Schauen wir uns das mal in dieser ehrlichen Norton-Bewertung für 2024 an. Um direkt ins Herz der Sache vorzudringen, die beste Möglichkeit, die Frage, ist Norton AV sicher zu beantworten, ist, die Erkennungswerte zu überprüfen. Es gibt einige seriöse Quellen dafür, eine davon ist AV Comparatives, die andere ist avtest.org. In beiden Fällen sind die Ergebnisse des Norton AV Testberichtes 2024 hervorragend und um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, solche glänzenden Ergebnisse zu kritisieren. Was mich allerdings überrascht hat, ist die hohe Anzahl an Fehlerkennungen. Idealerweise sollten Fehlerkennungen so gering wie möglich sein, da sie eine manuelle Korrektur erfordern, die Zeit in Anspruch nimmt. Da die Ergebnisse hier gemischt sind, habe ich meine eigenen Tests durchgeführt, um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln. In unserem Norton AV Testbericht für 2024 haben wir eine Vielzahl von 100 Malware-Proben auf unseren Geräten installiert. Dabei handelte es sich um eine Kombination aus neuerer und etablierterer Malware, das heißt, einige sind schwieriger zu erkennen als andere, genau wie Bedrohungen, denen man in der realen Welt ausgesetzt ist. Dieser Test wurde unter Windows und macOS durchgeführt, da verschiedene Malware auf verschiedene Betriebssysteme abzielen kann. Dadurch konnte ich auch die Navigation und die CPU-Auslastung nachvollziehen. Bei Windows sind die Ergebnisse annehmbar. 91 von 100 bösartigen Proben wurden nach einem vollständigen Scan erkannt. Um diesen marktführenden Anspruch tatsächlich auf die Probe zu stellen, diese Werte sind höher als bei McAfee, TotalAV, Malwarebytes oder sogar Windows Security. Technisch gesehen sind sie also die besten Antivirenoptionen für 2024 in Bezug auf die Leistung. Aber das ist noch nicht alles in dieser Norton-Antivirus-Bewertung. Die Ergebnisse unter macOS waren noch besser, da 97 von 100 platzierten Proben erkannt wurden. Noch wichtiger ist, dass ich in keinem der Tests Fehlerkennungen, sondern nur echte Bedrohungen feststellen konnte. Wenn du also Malware auf deinem Gerät erkennen und entfernen möchtest, ist Norton eindeutig dafür ausgerüstet. Die Links, die ich in der Beschreibung und über den QR-Code angegeben habe, bieten dir die größten Einsparungen. Aber ist es den Preis wert? Lass uns die Norton Antivirus-Pläne analysieren, um zu sehen, welcher Plan besser zu deinen Bedürfnissen passt. Der Einsteigerplan, den Norton anbietet, ist im ersten Jahr sehr erschwinglich. Wenn man es recht bedenkt, ist er einer der günstigsten Einstiegspläne, die ich auf dem Markt gesehen habe. Er ist für die grundlegenden Dinge geeignet und enthält sogar einen Passwortmanager. Wer jedoch schon etwas Erfahrung hat, sollte die höherwertigeren Pläne in Betracht ziehen. Die nächste Stufe beinhaltet ein VPN, mehr Cloud-Backup und kostet knapp 15 Euro mehr pro Jahr. Allerdings würde ich dieses Abonnement nicht nur für das VPN abschließen. Ja, es verbirgt deine Identität, ist aber aufgrund der geringen Anzahl an Servern und fehlender unabhängiger Tests nicht mit einem dedizierten Tool eines Drittanbieters vergleichbar. Der Deluxe-Tarif bietet wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, da er die Anzahl der zulässigen Geräte auf 5 erhöht und alle erforderlichen Cybersicherheitstools enthält, sodass ein vollständiges Paket entsteht. Schließlich gibt es noch den umfassendsten Tarif, Advanced. Zugegeben, dieser Tarif ist nicht für jeden geeignet, aber er bietet eine große Anzahl zulässiger Geräte und verschiedene Vorteile zum Schutz der Identität. Er ist ideal für erfahrenere Benutzer. Wenn einer dieser Pläne zu dir passt, vergiss nicht, dass du über den unten stehenden Link zum aktuellsten und besten Norton Antivirus-Preis für 2024 gelangst. Okay, das war die Erklärung der Tarife, aber um wirklich zu verstehen, wie Norton funktioniert, müssen wir einen Norton-Funktionen-Überblick machen. Beginnen wir mit den sicherheitsorientierten Funktionen. Es gibt einen Echtzeitschutz. Ich will nicht so tun, als wäre das was Besonderes, die meisten Antivirusprogramme haben das, aber es ist trotzdem wichtig. Diese Funktion schläft nie, scannt kontinuierlich und blockiert oder entfernt alles, was den Geräten der Benutzer schaden könnte. Als nächstes kommt die Smart Firewall, die im Gegensatz zur Windows Firewall den ein- und ausgehenden Datenverkehr auf unbefugten Zugriff überwacht. Eine Firewall ist für die Netzwerksicherheit unerlässlich und Norton bietet eine der anpassungsfähigsten Versionen, die ich je gesehen habe. Es gibt Tools zur Leistungsoptimierung. Diese helfen dabei, die Geschwindigkeit zu verbessern, mit der Dateien und Programme geladen werden, Unterbrechungen zu vermeiden, während du bestimmte Apps verwendest und zeigen dir Programme an, die viele Ressourcen verbrauchen und dich verlangsamen. Ich kann nicht sagen, dass ich den Unterschied persönlich bemerkt habe, weil mein Gerät recht schnell ist und nicht mit unnötigen Daten oder Programmen geladen ist, aber für einige Nutzer wird dies notwendig sein.
Safe Web ist eine Browser-Erweiterung. Bevor eine Website geladen wird, wird eine Sicherheitsbewertung angezeigt, sodass du gefährliche Websites vermeiden kannst. Mir ist aufgefallen, dass auch weitere Funktionen hinzugefügt wurden. Es gibt einen Online-Banking-Schutz, IPS-Scans, die den Inhalt des Datenverkehrs untersuchen, und LinkGuard scannt Webmail und Social-Feeds und markiert verdächtige Links rot. Beachte jedoch, dass nicht alle dieser Funktionen in jeder Version der Browser-Erweiterung verfügbar sind. Schließlich bietet Norton SafeCam Webcam-Schutz, indem es alle nicht autorisierten Bedrohungen blockiert. Es genügt, ein schädliches Paket herunterzuladen, auf einen gefährlichen Link in einem Chatroom zu klicken oder eine schädliche Website zu besuchen, und schon könnte der Computer infiziert und ferngesteuert werden. SafeCam gibt Sicherheit, da es Benutzer über alle Webcam-Zugriffsversuche informiert und die Möglichkeit bietet, diese zu blockieren. Das sind die wesentlichen Funktionen, aber es gibt noch einige weitere Funktionen von Norton Antivirus, die erwähnenswert sind, wie das Cloud Backup. Der von dir gewählte Plan bestimmt, wie viel Speicherplatz du erhältst. Dadurch werden Kopien wichtiger Dateien erstellt, sodass du auf sie zugreifen kannst, wenn dein Gerät beschädigt wird oder verloren geht. Du kannst Backups bei Bedarf ausführen oder automatisch erstellen lassen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es die fortgeschrittenen Ergänzungen: das virtuelle private Netzwerk, das VPN, den Passwortmanager und die Kindersicherung. Zusammen bieten diese eine Vielzahl von Vorteilen. Das VPN verbessert die Privatsphäre, der Passwortmanager speichert deine Anmeldedaten unter Verschluss und die Kindersicherung hilft dir, deine Online-Zeit deiner Kinder zu überwachen und zu schützen. In Kombination hast du im Grunde genommen einen kleinen Sicherheitsbeamten an jeder Ecke, der dir die anonymste und sicherste Online-Erfahrung bietet, die man sich vorstellen kann. Wie du sehen kannst, hat Norton viele Funktionen und in Anbetracht des Preises ist es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber diese sind nicht nur sehr nützlich, wenn sie schwer zu finden oder zu bedienen sind. Während ich Norton Antivirus getestet habe, habe ich diese Dinge berücksichtigt und ein paar Erkenntnisse gewonnen. Erstens, ist Norton wirklich zugänglich mit voll funktionsfähigen Apps für Windows, Mac, Android und iOS. Wie ich bereits erwähnt habe, bestimmt dein Abonnement, wie viele Geräte du pro Konto verwenden kannst. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und ansprechend gestaltet. Die Suche nach Funktionen innerhalb der App ist zwar unkompliziert, aber ich muss zugeben, dass es etwas überwältigend sein kann, da jede Funktion in einem separaten Fenster geöffnet wird. Da Norton außerdem in hohem Maße anpassbar ist, kann es für Anfänger etwas Zeit in Anspruch nehmen zu lernen, wie sie ihr Konto nach ihren Wünschen anpassen können. Ich weiß es zu schätzen, dass es unter vielen der Einstellungen und Funktionen Erklärungen gibt, aber es wird dennoch eine leichte Lernkurve erfordern, um alles zu verstehen. So oder so sollten alltägliche Aufgaben wie das Scannen oder die Verwendung der Browser-Erweiterung für jeden Anfänger einfach genug sein. Wie sieht es also mit dem Norton Review für 2024 aus? Es gibt zwar eindeutig eine Lernkurve und einige Unstimmigkeiten in Bezug auf Fehlerkennungen, aber Norton hat viele Vorteile. Mit hervorragenden Erkennungsraten, einem der günstigsten Einsteigerpakete auf dem Markt und einer hervorragenden Zugänglichkeit ist es eine ideale Wahl für alle, die ein Antivirenprogramm mit vielen Funktionen suchen, insbesondere das Deluxe-Paket. Das könnt ihr billiger bekommen, indem ihr auf den Link auf meinem Bildschirm klickt oder schaut euch auf dem Kanal für mehr Inhalte um. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!